Bei der verlorenen Platte werden alle Farben von einem Druckstock abgedruckt. Deshalb muss vorher die Auflagengröße festgelegt werden. Was am Ende weiß bleiben soll, wird als erstes herausgeschnitten. Die hellste Farbe, hier ist es Gelb, wird als erstes aufgetragen. Diese Farbe wird nun gedruckt. Auf dem Drucktisch werden Markierungen angebracht, damit Druckstock und Papier beim Drucken immer an genau derselben Stelle liegen. Das Druckpapier wird abgezogen. Die kleinen weißen Kreise erscheinen. Nun soll der gelbe Kreis herausgearbeitet werden. Er wird herausgeschnitten. Die rote Farbe wird aufgetragen und gedruckt. Der gelbe Kreis erscheint. Der rote Kreis wird herausgeschnitten. Die blaue Farbe wird aufgetragen und gedruckt. Der rote Kreis erscheint. Der blaue Kreis wird herausgearbeitet. Im letzten Schritt wird mit der Konturfarbe, hier schwarz, eingewalzt. Der blaue Kreis erscheint. Der Druck ist nun fertig. Der Druckstock kann bei der verlorenen Platte nicht mehr für weitere Auflagen verwendet werden.